Isis. Ah. Wir haben eine Fähigkeit, da können wir über Distanzen springen, ohne überhaupt nur drüber nachdenken zu müssen. Da ich die ganze Zeit vergessen habe. So, wir sind links gegangen, da liegt ja auch eine Leiche. Oh. Tatsächlich sind wir links gegangen und gerade immer wieder. Was ist das denn? Teil vom Tagebuch. Fekel. Okay, ist das auch ein geschlossener Raum? Ich würde es eigentlich begrüßen, dann wäre das hier nicht noch größer. Und wir müssten nicht... Oh, was haben wir denn da alles genommen? Vielleicht mal gucken sollen und nicht einfach blind alles nehmen. Ein Einbalsamierungsnetz. Sehr interessant. Naja, das scheint alles zu sein, was es hier gibt. War noch aber wichtig wegen dem Tagebuch. Was wird da? Hey, aufpassen! Ich beschwer dich doch nicht so. Moment. Hä? Kommen wir daher oder hier rein? Ach, hier kamen wir. Ach so, ja. Dann haben wir überlegt, rechts oder links, und wir sind links gegangen und da ist jetzt der Turm. Und da könnte ich jetzt. Ach nee, das war ja. Schreie. Wirbelwind. Wirbelwind. Also, das funktioniert ja noch. Dann kommt da oben die Adeptentruhe. Und da oben müssen wir auch nochmal hin. Warum? Weiß ich noch nicht. Aber ich will dahin. Sagen wir es mal so. Ich will dahin. Das ist eine Adeptentruhe. Kein Hochsicherheitsschloss. Und... Komisch, ich hätte jetzt erwartet, dass hier oben noch was ist. Dammit. Tja, so funktioniert's. Okay, das kann man auch noch überleben. Jetzt Karte. Ist die Frage. Thronsaal ist abgeschlossen. Ah, und da war der Eingang. Thronsaal, Thronsaal. Da muss ich das hier noch erkunden. Und diese Seite irgendwie. Ich weiß noch nicht, wo, in welche Richtung ich da gehen muss. Ich bin da leicht verwirrt. So. Das passt. Und jetzt gleich links halten. Ah, hier. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass da noch so eine Kammer ist.
Hier waren wir ja noch nicht. Das ist zwar eine sehr schöne Eisgrotte, aber hier gibt es einfach nichts. Bin ich jetzt irgendwie... Ja, blind bin ich ja nicht geworden. Anscheinend gibt es hier tatsächlich nichts. Also jetzt muss ich gegenüber... Ist doch der richtige... Nein, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Ich muss jetzt hier links rein nochmal. Genauso eine Tür. Die Frage ist halt, wie geht sie auf? Obwohl, es sieht nicht sehr nach einer Tür aus. Sieht aus, als wäre es ein Abschluss. Damit, ich könnte schwören, dass das eine Tür ist. Sieht das denn hier auch genauso? Nee, gar nicht. Das ist einfach eine Ausbuchtung. So wie es aussieht. Ich meine, ich kann reingehen. Okay, das heißt, wir gehen raus. Und zwar jetzt nach rechts. Nehmen wir an, jetzt hier durch. Ja, das sieht auch sehr gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Junge, Junge. Irgendwer wollte dieses Tagebuch haben, was der geschrieben hat. Es gibt verrückte Leute. Vor allem ausgerechnet ein Tagebuch von einem wahnsinnigen Magier, der in irgendeinem das da hinten ist mal eine echt geile Stadt, wenn man das mal so sagen darf. Hier, das ist ja wow, auf so einem riesigen Felsen gebaut. Schon geil. Da drüben brennt es immer noch. Erstmal würde ich gerne... Ach was, ich lasse die Wölfe am Leben. Ich brauche die Felle ja nicht zwingend. Na komm, schwimm zu mir rüber. Flachpfeifen. Aufpassen, dass ich nicht tatsächlich anfange zu schwimmen. Nicht, dass ich jetzt hier im Wasser angegriffen wäre. Das wäre natürlich sehr unglücklich. Okay, sie können also... Machen wir uns mal ein bisschen rar und dann Eiswolf. Oh, das hat sich gelohnt. Jetzt ist die Frage, was brennt hier? Zauberflammenmantel. Okay. Nicht Grashalskette. Stachelkraut. Wo auch immer das Stachelkraut war. So einfach kann es gehen. Flammenmantel. Was kann das denn? Schriftrollen? Nein. Bücher. Gegner im Nahkampf, Reichweite erleiden 60 Sekunden lang 8 Punkte Feuerschaden pro Sekunde. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Also war das eine Selbstverteidigungsnummer. Eine sehr verzweifelte. Oh. Ich glaube, ich weiß, wer den umgebracht hat. Fisch.
Fisch. Lachsfleisch. Wunderbar. Selbstgeschlachtetes Lachsfleisch. Was haben die Wölfe hier bewacht? Scheinbar nichts. Gut, dann gehen wir mal zu dem Selbstverteidigungskünstler, der sich es irgendwie geschafft hat, sich selbst umzubringen. 60 Sekunden lang. Das ist schon ziemlich lange. Gut, da. Oh, wir kommen da hoch. Und da ist eine Art Leuchtturm. Mal sehen. Ich glaube, bei dem landen wir nicht so schnell. Okay, da rennen Eiswölfe weg. Von einer Ziege. Okay. Was macht das Vieh denn hier oben? Das ist ein Schneebär. Nein, ich habe mir die Schneebrecher vorher eingeholt. Das wird knapp. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Was soll das denn? Okay. Moment. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe... Ach so, oh, ich hab... Okay, ja. Eine falsche Taste gedrückt. Ups. So. Machen wir uns mal auf zu diesem Selbstmörder. Warum auch immer der das getan hat. Dann hoffen wir mal, dass die Wölfe uns nicht direkt kriegen. Interessant, da sind Fische. Fisch. So, Eiswolf. Gut, dann hätten wir das geklärt. Oh, schade. Diesmal hatte keiner den Rumpin dabei. Der gerade eben da war. Jump. So, und dann kämpft hier oben jetzt ein Bär gegen ein Walross und Wölfe helfen? Theoretisch. Irgendwie so. Ah, nee, da haben sie diesmal die Ziege erwischt. Dann noch die Ziege, aus dem einfachen Grund, dass wir noch Ziegenhorn brauchen und tatsächlich hat sie diesmal Ziegenhorn dabei. Und hier war wohl einer sehr wortlustig und hat die Ziegen einfach umgebracht. Allerdings kein Horn mehr, leider.
Ich würde jetzt da oben gern hin. Das sieht mir so schön drachenmäßig aus. Hoffentlich begegnen wir dann jetzt nicht dem Eisbär, der hier noch eine Wache schiebt. Den Leuchtturm. Ne, den ignorieren wir jetzt mal. Weil wir eh in der Ecke hier unterwegs sind. Holen wir uns dann immer dann mal ein anderes. Das ist ein Lager. Das ist ein Lager entweder von den Sturmmänteln. Kaiserliche Militärlager. Ich weiß, das sagen alle. Fremde Länder besuchen, die Welt sehen. Gut, ich mache mich mal nach da oben hin. Das soll nicht mit mir. Obwohl, kaiserliche. Vielleicht kann ich ja mit denen quatschen. Die sind ja erstmal nicht mir irgendwie böse. Nehme ich doch mal. Oder vielleicht doch, wer weiß. Nein, sind sie nicht. Die Stelle, an der mich der Pfeil erwischt hat, schmerzt immer noch. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Bleibt wachsam. Ich bleibe wachsam. Ich passe immer auf, ob mich jemand beim Klauen erwischen könnte. Woanders hin, verdammt. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. So. Das heißt, die werden erstmal ausgenommen. Glück gehabt. Diesmal haben sie mich nicht erst gesehen. Speichern. Stahlfalsch. Ist gut. Entschuldigung. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Gott, bist du dunkel. Bin ich tatsächlich versteckt? Ich scheine tatsächlich versteckt zu sein. Naja, wenn es Bogenschützen sind, sind sie jetzt relativ wehrlos. Würde ich dann mal behaupten. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Und ein Eisenschild. Quartiermeister. Ausgerechnet den kann ich jetzt nicht bekommen. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrechs Jungs zu töten. Na, 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 na. Was ist denn hier so böse drauf? Oh, guck mal, was ist denn noch? Okay, die Zaubertränke kann ich mir einfach so nehmen. Krug, was? Lederstreife nehme ich mal mit. Starken Heilung. Ah. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger. Das ist wahrscheinlich der einzige, den ich nicht umbringen kann. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Sehr merkwürdig. Ah ja, klar, das Zeichen der kaiserlichen. So. Der hat nichts. Auch nix. Auch nix. Schade. Genau, Quartiermeister. Stell du dich mal an die Rüstungsbank. Bleib wachsam. Ich bin immer wachsam. Ich werde die. Der Helm ist natürlich auch cool. Wow, mittlerweile bin ich dabei schon echt hoch vom Level her. Ich kann auch die Pferde stehlen. Ich könnte sie auch umbringen.
Das wird mir nichts bringen.